Der Konvektor aus dem Hause Camoufli ist ein mechanischer Konvektionsvaporizer. Mechanisch bedeutet hier, dass er über keine eigene Wärmequelle verfügt und so auf Hitzezufuhr von außen angewiesen ist. Diese Wärmequelle kann hier so ein Induktionsheizgerät sein oder aber auch ein Jetfeuerzeug. Konvektion bedeutet, dass sich beim Konvektor nicht die ganze Kräuterkammer erhitzt, sondern mittels einer kleinen Heizeinheit im Inneren der Kappe nur der Luftstrom erhitzt wird, der dann im Inneren dieses kleinen Vapes auf das Dampfgut auftrifft. Das macht den Konvektor zu einem komplett anderen Gerätetyp als zum Beispiel so ein DynaVap, der zur Gattung der Konduktionsvapes gehört. Ihr Lieben, im Regelfall rede ich in meinem Fazit am Ende der Videos immer darüber, für welchen Typ Vape-Menschen ich das getestete Gerät sehe oder wem ich ein Gerät empfehlen möchte oder kann. Das möchte ich jetzt hier vorziehen, um direkt die richtigen Menschen ansprechen zu können. Ich sehe den Konvektor hier als feste Einheit mit dem Kubo Heater Pro V2 für das beste zurzeit am Markt befindliche System an, um einen adäquaten Ersatz für Jointraucher zu bieten. In einer Form, wie es bisher nicht möglich war. Der Konvektor ermöglicht es, Konvektionsdampf nach dem MTL-Verfahren zu inhalieren. MTL ist die Inhalationsmethode, die ihr von einer Zigarette oder einem Joint her kennt, bei dem erst der Mundraum mit Dampf gefüllt wird, ehe dann inhaliert wird. Bist du nun jemand, der den Tüten verfallen ist und nach einem Ersatz sucht? Du möchtest hier gerne Ersatz, ohne gewisse Rituale und Gewohnheiten über Bord zu werfen? Und hättest gerne trotzdem vollen Genuss und Wirkung? Dann bitte ich dich, ganz besonders dran zu bleiben und dieses Video hier anzuschauen. Da der Konvektor im Verbund mit dem Kubo Heater absolut das Potenzial zur Lösung deines Problems haben kann. Aber auch euch eingefleischte Vapo-Nerds bitte ich dran zu bleiben. Alle anderen Review-Kollegen bisher betrachten den Konvektor unter der Lupe eines Nerd-Toys. Und mit Recht. Denn auch unter diesem Blickwinkel hat der Konvektor wirklich einiges zu bieten, worüber wir später in diesem Video auch reden werden. So schauen wir in diesem Video erst einmal auf das Gerät selbst, dem Lieferumfang, den Abmessungen und den verwendeten Materialien. Dann schauen wir darauf, wie wir das Gerät in Verbund mit dem Kubo Heater Pro V2 hier anwenden. Anschließend reden wir darüber, wie wir den Konvektor hier reinigen und pflegen. Dann möchte ich mit euch über die Dampfqualität dieses Vaporizers reden. Bevor ich dann zu meinem persönlichen Fazit komme, möchte ich noch ein Kapitel für die Vape-Nerds hier einfügen und aufnehmen. Hier möchte ich euch dann zeigen, wie wir den Konvektor mit einer Jetflamme hier betreiben können. Und mit euch darüber reden, welche Erfahrungen ich mit dem Konvektor Engine auf anderen Stems sammeln konnte. Also, da lohnt sich das Dranbleiben doch heute wieder einmal besonders. Heute kriegt die Tüte auf die 12. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the new song.
not save me. Cause I don't need saving. It's everything I've been chasing. All here for the taking. Ja, hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal, liebe Freundinnen und Freunde der krautigen Clouds. Mein Name ist Christoph von Vapers Kraut Cloud. Ihr Lieben, den Konvektor hier, den hatte ich natürlich schon länger auf dem Schirm. Wer die internationale Vape-Szene ein wenig im Auge hat, der ist auch nicht wirklich um dieses Gerät hier drum herum gekommen. In all diesen Videos oder auch Diskussionen wird der Konvektor unter und für Vape-Nerds gefeiert. So war er bei mir im Bewusstsein als durchaus interessantes Gerät, aber als ein Gerät für Vaporizer, Verrückte verankert. Als dann der Konvektor zum Testen hier war, hat er mich erstmal mehr als erstaunt aus der Wäsche rausgucken lassen. Okay, er hatte alle Erwartungen, wirklich absolut alle, für ein Freak-High-End-Toy erfüllt. Aber die Konvektionsdampfdichte in Relation zum Zugverhalten, Dampfgeschmack und Wirkung beim Konvektor haben mich sofort an Menschen, die eine Alternative zum Joint suchen, denken lassen. Hier weiß ich auch sehr gut, wovon ich spreche. Ich gehörte früher der Gattung der Tütenfresser an und es gab über die Jahre auch bei mir immer wieder Rückfälle. Und nun bringt mir der Konvektor hier tatsächlich etwas zurück, was ich sehr vermisst hatte. Und hier bin ich felsenfest überzeugt, dass der Konvektor als System gemeinsam mit dem Kubo da auch ganz vielen anderen Menschen helfen kann. Nun ist es so, dass der Konvektor, sagen wir mal, einen sehr engen Anwendungsspielraum hat, wo er gut performt. In diesem Video zeige ich euch, wie wirklich jede und jeder mit ein paar simplen, eingeprägten Ritualen diesem Geräteteam hier hochqualitativen, effektiven, geschmacklich tollen Dampf entlocken kann. Und das mit wirklich hoher Konsistenz, so dass eure Tüte Angst bekommt. Nun lasst uns aber erst einmal auf das Gerät selbst schauen. Der Konvektor hier, der kommt in dieser Verpackung, die aus Bambus gefertigt ist, daher. Die sieht nicht nur super hübsch aus, sondern hat auch den großen Vorteil, dass ihr bei einer schnellen Nutzung zwischendurch euren heißen Vape da einfach drin versenken könnt. Das eigentliche Gerät ist dann in zwei Materialausführungen zu haben. Es gibt einmal ein Edelstahlmodell und zum anderen eine Ausführung aus Titan, so wie ich sie hier habe. Der Konvektor hat eine Länge von 85 mm bei einem Durchmesser von 11 mm. Diese Titanausführung hier wiegt 12,5 Gramm und in der Edelstahlausführung bringt er dann 20,5 Gramm auf die Waage. Der Konvektor besteht im Prinzip aus vier Bauteilen. Einer Spitze mit einem eingelebten Sieb, die dann als Kräuterkammer dient. Dann haben wir hier ein Stem, ein Handstück und im Inneren dieses Stems finden wir dann eine Kühleinheit aus Keramik. Hier gibt es zwei verschiedene Kühleinheiten dann für euch zur Auswahl, die entscheidenden Einfluss darauf haben, mit welcher Art von Zügen ihr euer Gerät genießen könnt und wollt. Darauf gehe ich dann aber später im Video noch genauer ein. Die Kühleinheit im Inneren und die Spitzen werden mittels hitzebeständiger Vuitton-Ohrringe gehalten. Und last but not least haben wir dann noch die Kappe, in der sich das passive Heizelement befindet.
Und mal kurz zwischendurch, wenn euch gefällt, was ich hier mache, könnt ihr diesen Kanal ganz einfach unterstützen. Das geht, indem ihr vor eurem nächsten Vapo-Einkauf an mich denkt und auf den Link in meiner Videobeschreibung klickt. Der führt euch dann zu einem dicken grünen Button auf meiner Homepage. Wenn ihr da vor eurem Einkauf draufklickt, dann aktiviert ihr meinen Affiliate-Link bei Verdampft nochmal und ich bekomme etwas von eurem Einkauf ab, ohne dass es euch auch nur einen einzigen Cent mehr kostet. Hier bedanke ich mich dann auch sehr herzlich für euren Support. Und apropos Verdampft nochmal. Auch dieser Konvektor und der Kubo Heater, auf den wir gleich zu sprechen kommen, wurde mir zu Review-Zwecken von den Lieben der Firma Verdampft nochmal zur Verfügung gestellt. Und warum werbe ich hier überhaupt für diesen Job? Seit ich meinen ersten Vaporizer vor über 13 Jahren dort bestellt habe, bin ich selbst Stammkunde dort und wurde wirklich kein einziges Mal enttäuscht. Die Expertise der Mitarbeitenden ist wirklich großartig. Die Warenpalette ist meines Erachtens nach die bestausgewählte und breiteste in ganz Europa und der Versand ist immer im Turbo-Modus unterwegs. Die Leute, die dort arbeiten, sie leben wahrhaft Vaporizer und die dealen nicht nur damit. Darum werbe ich voller Überzeugung für Verdampft nochmal. Nun aber zurück zum Konvektor hier. Wenn ihr nun mit dem Gedanken spielt, euch einen Konvektor anzuschaffen, steht ihr zunächst einmal vor der Frage, wie ihr euren Vape hier konfigurieren sollt. Hier steht die Frage des Materials und des Keramikeinsatzes im Raum. Wo sind denn hier nun die Unterschiede? Zunächst einmal ist Titanium wesentlich leichter als Edelstahl. Das hat zur Folge, dass der Titanium-Konvektor nur etwas mehr als die Hälfte auf die Waage bringt, als das Edelstahlmodell. Neben dem Gewicht gibt es aber noch den Unterschied, dass Titanium die Wärme etwas schneller annimmt, aber auch wieder abgibt als Edelstahl. Damit wird die Titanium-Ausführung etwas, sagen wir, agiler und feinfühliger. Und wenn du es an die Grenze fahren willst, das Gerät auch womöglich etwas aggressiver. Wesentlich entscheidender ist aber meines Erachtens, für welchen Keramikeinsatz ihr euch entscheidet. Hier gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten. Zum einen gibt es hier diesen Einsatz, der mit vier kleinen Bohrungen versehen ist. Und dann gibt es noch diesen hier, der nur über eine große Bohrung in der Mitte verfügt. Nun, was ist denn der Unterschied hier und für wen würde ich nun welchen Einsatz empfehlen? Der Einsatz mit den vier Bohrungen reduziert den Luftdurchlass wesentlich stärker als der Einsatz mit der einen großen Singlebohrung und kühlt den Dampf auch wesentlich weiter runter. Diesem Einsatz kann ich jedem nur empfehlen, der von der Tüte herkommt. Das Teil mit den vier Löchern sieht nicht nur aus wie ein Tütenfilter, er hat auch genau diesen Durchlass und auch das absolut gleiche Zugverhalten. Also, wenn ihr den Zug einer Tüte mögt, ist das mit den vier Bohrungen euer Einsatz. Das Single-gebohrte Stem empfehle ich eigentlich nur für den geübten Vapo-Nutzer und für Leute, die gar keine Lust auf MTL haben. Durch diese große Bohrung habt ihr wirklich einen weit offenen Airflow, der an ein offenes Scheunentor, möchte ich gar sagen, erinnert. Für die Freaks. 20 Liter die Minute oder so. Das heißt aber auch, dass es eines geübten Zuges bedarf, um den Konvektor in der richtigen Performance Range zu halten und nicht zu übersteuern, was durchaus mit diesem Kondenser ja auch möglich ist.
Auf dieses Phänomen gehen wir gleich genauer ein, wenn wir über die Option reden, den Konvektor auf einem Wasserfilter zu betreiben. Nun, bevor wir nun aber darauf schauen, wie wir den Konvektor nutzen, sollten wir vorweg noch einen Blick auf die Funktionsweise dieses Gerätes werfen. Wenn wir hier die Kappe abnehmen, sehen wir die Kräuterkammer. Am Boden der Kammer sehen wir ein eingelegtes Sieb, welches herausgenommen werden kann. Die Magie selbst aber entsteht in dieser Kappe hier. Und die ist in meinen Augen ein Meisterwerk und wird uns auch in Teilen ein Mysterium bleiben. Der Luftstrom wird im Inneren der Kappe durch ein Bohrungslabyrinth geleitet, wodurch er sich erhitzt, bevor er im Inneren der Kammer auf das Dampfgut auftritt. Wie die Struktur im Inneren der Kappe aussieht, weiß ich nicht. Ich weiß nur, dass sie brillant funktioniert. Es ist hier absolut erstaunlich, wie schnell dieses System kleine Energiemengen aufnehmen und auch wieder spontan abgeben kann. Was ich noch nachmessen konnte, ist, dass sich das Heizelement im Inneren der Kappe über einen Bereich von 6 mm erstreckt. Und es sind dann genau diese 6 mm im Ende der Kappe, die wir später bei der Anwendung nur erhitzen wollen. Das ist bei diesem Gerät hier ganz wichtig zu verstehen. Beim Konvektor hier erhitzen wir im Vergleich zu einem Dynavap nicht die ganze Kammer, sondern lediglich die gerade besprochenen unteren 6 mm hier. Beim Konvektor erhitzen wir nur ein Heizelement im Vape, dem dann mittels des Luftstroms beim Ziehen die Hitze zum Zweck des Vaporisierens entzogen wird. Er ist ein Konvektionsvape. Bei einem Dynavap hingegen erhitzen wir die gesamte Kammer. So ist der Dynavap ein Vape mit hohem Konduktionsanteil, ein Konduktionsvape. Somit ist dieser Konvektor und dieser Dynavap eine komplett andere Vape-Kategorie. Es sind ganz andere Vape-Typen, auch wenn sie optisch so nah beieinander sind. Hierzu werde ich auf jeden Fall auch noch ein eigenes Video machen, wo ich hier die Unterschiede mal erkläre. Nun, aber nachdem wir nun über die Funktionsweise geredet haben, lasst uns doch einmal schauen, wie wir den Konvektor nun mit Hilfe dieses Kubo-Heaters hier beschleunigen können. Und Ein- und Umsteigern empfehle ich hier ausdrücklich die Nutzung dieser zwei Geräte als Tandem. Ihr könnt den Konvektor natürlich auch mit Vent und Co. befeuern. Da wird es dann aber schon wieder sehr nerdig und Leute, die einen Vent haben, die werden auch wissen, wie sie den damit befeuern können. Und so bleibe ich hier beim Kubo Heater zu diesem Anlass. Wie stellen wir uns den Kubo Heater jetzt ein für den Anlass zur Nutzung mit dem Konvektor? Zunächst einmal solltet ihr beim Kubo Heater den längeren der beiden Keramikeinsätze wählen. Und den solltet ihr dann so weit wie möglich, schaut mal, wie tief ich den drin habe, in das Gerät eindrehen. Dreht den hier ruhig einmal zu weit rein, dann passiert nichts, er fällt dann lediglich hier durch das Glasröhrchen raus. So bekommt ihr aber ein gutes Gefühl dafür, wie weit ihr das Teil hier hinten einschrauben könnt. Also, den langen Einschraubstein verwenden. Und das Teil so weit wie irgendwie möglich hochkurbeln. So, dass der Konvektor nur so gering wie möglich in die Induktionsspule hier im Inneren eintaucht. Nun wählen wir beim Titanium-Modell eine Leistungsstärke von 40 Watt. Beim Edelstahl-Modell eine Leistung von ca. 45 Watt.
Und damit hätten wir dann den Kubo in einen perfekten Zustand versetzt, um unseren Konvektor hier damit beschleunigen zu können. Das ist dann jetzt der Zeitpunkt, wo ihr den Vape beladen könnt. Dazu nehmt ihr hier die Kappe ab und befüllt die Kammer mit euren Lieblingskräutern. Und hier möchte ich euch sehr ans Herz legen, die Kammer maximal zu 2/3 zu befüllen. Weniger ist hier auch überhaupt kein Problem. Wenn ihr die Kammer komplett voll macht, steigt unnötig die Gefahr zu einer Verbrennung und hinsichtlich der Performance kommt da auch nicht viel mehr. Und ganz wichtig, die Kammer bitte locker beladen. Gerne auch sehr locker. Und hier wählt auch bitte keinen super feinen Mahlgrad. Wir müssen hier Konvektionsvaporizer typisch gewährleisten, dass unser Kraut gut durch und umströmt werden kann. Da geht die Kappe schon fliegen hier. Also geht hier bitte auf keinen Fall hin und stopft den Konvektor so, wie man es bei einem Dynavap machen würde. Dann kann er nicht performen. Wenn ihr nun den Konvektor befüllt habt, könnt ihr nun die Kappe draufsetzen. Setzt hier die Kappe bitte beim Aufsetzen so schräg an, dann geht das ganz easy, ohne jedes Problem. Wenn ihr die gerade nehmt, dann kann die ein bisschen verkanten. Also einfach schräg nehmen und aufsetzen. Dann platziert ihr den Konvektor in den Kubo Heater und wartet hier 7 Sekunden lang. Dann nehmt ihr den raus und nehmt einen ganz kurzen minimalen Puff. Nicht um zu genießen, der dient lediglich dazu, die Hitze im Inneren der Heizeinheit zu verteilen. Dann setzt ihr den Konvektor wieder in den Kubo Heater und lasst ihn jetzt 5 Sekunden drin. Dann könnt ihr einen Zug entnehmen. Wenn ihr dann gleich weiter puffen wollt, braucht ihr den Konvektor nur wieder 5 Sekunden zwischen den einzelnen Zügen erneut aufzuheizen. Wenn ihr etwas länger Pause zwischen den Zügen war, dann startet ihr wieder mit den 7 Sekunden, nimmt den kurzen Hitzeverteilungspuff, wieder um 5 Sekunden erhitzen und genießen und so weiter und so fort. Nun, das mag sich jetzt im Moment vielleicht etwas kompliziert für euch anhören, aber dieses Ritual geht dir wirklich blitzschnell in Fleisch und Blut über. Hier braucht man nur anfänglich mal auf den Timer, hier auf die Anzeige des Kubus zu schauen. Aber spätestens nach 10 Vapes hast du dir hier den Rhythmus ins Gefühl geholt und brauchst darüber gar nicht mehr nachdenken. 7 Sekunden, kurzen Puff, 5 Sekunden. Und haltet das bitte genauso ein, da ist der ganz empfindlich. Ihr braucht es natürlich nicht einzuhalten, aber ihr werdet euch wundern. Entweder kommt nichts oder das Ding schlägt euch in Flammen in der Kräuterkammer. Also, für den Anfang merkt euch einfach 7 kurzen Puff, 5 genießen. Ganz einfach. Und dann für jeden Puff weitere 5 Sekunden. Und dann kann euch gar nichts passieren und ihr seid super safe hier unterwegs. Wenn du mich und dieses Gerät nun mal in Action sehen möchtest, dann schaut doch mal einfach in mein Papa pufft Video zum Konvektor, was es jetzt schon gibt. Hier puffen wir das Teil und philosophieren darüber in einer ausgiebigen und gemütlichen Session. In diesem Video könnt ihr denn auch mal sehen, wie ich dem Konvektor mit einer kleinen Füllmenge von nur 0,07 Gramm einen ganzen Haufen an dicker Wolken entziehe, und was da wirklich erstaunlich ist. Den Link zum Video packe ich euch unten in die Infobox. Falls ihr das Video hier auf YouTube nicht sehen könnt, könnt ihr es auch unter ganz einfacher Altersabfrage auf meiner Homepage anschauen. Nun, wenn ihr dann aufgepufft habt, das merkt ihr, wenn kein Dampf mehr kommt, könnt ihr die Kammer einfach ausladen.
Hier nehme ich denn, hier empfehle ich dann einfach die zur Hilfenahme eines handelsüblichen Pickers. Könnt ihr auch ein Profi-Ausräumwerkzeug nehmen, aber whatever. Nehmt euch ein Picker. Und dann steht der Konvektor schon zum erneuten Genuss für euch bereit. So, und dann müssen wir darüber reden, der Konvektor kann generell auch nativ auf einem 10 mm Wasserfilter genutzt werden. Was dann aber durchaus seine Tücken hat, worüber ich gleich mit euch dann noch reden möchte. Nach einer Zeit der Nutzung werdet ihr dann feststellen, dass der Luftdurchlass des Konvektors geringer wird. Das ist dann der Zeitpunkt, wo wir ihn reinigen sollten. Dazu zerlegen wir ihn dann einfach in seine Einzelteile. Hierbei muss das Kondenserröhrchen wesentlich öfter gereinigt werden als die Spitze zum Beispiel. Um das Kondenserröhrchen zu reinigen, lege ich es einfach über Nacht in Isoalkohol ein. Am nächsten Tag nochmal kurz in ein Wasserbad werfen, um den Alkohol auszuwaschen, trocknen lassen, wieder einsetzen und fertig. Bei Bedarf könnt ihr dann genauso mit der Spitze verfahren. Denkt hier aber bitte daran, die O-Ringe vor dem Isobad abzunehmen. Bevor ihr den Konvektor dann wieder zusammensteckt, solltet ihr die O-Ringe leicht befeuchten, um sie wieder in Position zu bekommen. Am Anfang sind die noch ganz schön widerspenstig, aber mit jedem Mal, wo sie neu aufgezogen werden, entspannen sie sich etwas mehr und die Geschichte wird mit der Zeit immer leichtgängiger. Schaut mal, ich platziere die Ringe ungefähr so auf dem Kondenser und bringe sie dann unter leichtem Drehen in Stem ein. Bevor ich nun im Fazit über meine Erfahrungen mit dem Konvektor reden möchte, möchte ich hier noch für die erfahreneren Nutzer einmal zeigen, wie man das gute Stück mit einem Jetfeuerzeug betreibt. Dazu setze ich die Flamme hier so an die Ecke an und warte, bis das Material zu glühen beginnt. Dann wasche ich mit der Flamme über die komplette Unterseite der Kappe, bis diese glüht. Nun auch wieder einen kurzen Puff nehmen, um die Hitze innerhalb der Kühleinheit zu transportieren. Und den Prozess noch einmal wiederholen. Wie auch bei der Nutzung mit dem Kubo bringe ich auch hier beim zweiten Heizintervall etwas weniger Hitze in die Kappe ein. Aber das Ganze ist ganz schön tricky und es bedarf einiges an Übung, um mit dem Konvektor auf diese Art konsistente Hitze zu erzielen. Nun müssen wir aber auch kurz darüber reden, wie wir den Konvektor easy auf einem Wasserfilter nutzen können. Wie eben gesagt, passt das Stem des Konvektors nativ auf einem 10 mm Wasseranschluss. Bei dieser Betriebsart empfehle ich dann den Einsatz entweder mit dem weit offenen Kondenser oder gar komplett ohne Kondenser, um einen maximalen Luftdurchlass zu gewährleisten. Und das Gerät an sich performt auch großartig auf Wasser. Ist aber auch hier für Ein- und Umsteigende alles an andere als einfach zu handeln. Hier möchte ich mal kurz erklären, wo hier das Problem liegt. Wie bei anderen mechanischen Konvektionsvaporisern auch, bestimmt ihr die Dichte des Dampfes hier durch eure Zugintensität. Da die Kappe des Konvektors aber fähig ist, viel Hitze in kurzer Zeit freizusetzen, lauft ihr hier Gefahr, dass ihr euch die Kräuter in Brand setzt, wenn ihr euer Zugverhalten nicht geübt unter Kontrolle habt und hier mal kurz zu heftig dran zieht. Und für dieses Problem habe ich auch eine Lösung gefunden, wodurch es auch ungeübten Nutzern wirklich simpel möglich ist, ultra dicke, fette Wolken auf einem Wasserfilter mit dem Konvektor zu erzeugen.
Zu diesem Anlass machen wir uns dann die Fähigkeit des Konvektors zugute, auch auf anderen Stems von anderen Herstellern zu funktionieren. Dadurch, dass das Tip hier über einen 8 mm Anschluss verfügt, könnt ihr es auch auf einem Stem, zum Beispiel aus dem Hause Dynaweb, betreiben. Für den normalen Betrieb ohne Wasserfilter macht das in meinen Augen wirklich gar keinen Sinn. Das Original-Stem hier mit den Original-Kondensern ist wirklich optimal auf den einfachen Gebrauch, auf den nativen Gebrauch für das Gerät hier ausgelegt. Aber für den Hack auf dem Wasserfilter braucht ihr dann irgendein Dynaweb-Stem, das auf 10 mm Wasseranschluss verfügt. Ich nehme jetzt mal das ganz simple B-Stem. So, und dann setzen wir einfach die Konvektoreinheit hier oben drauf. Und beim Betrieb auf Wasser machen wir uns hier die Eigenschaft eines Airports zugute. Diesen verschließt ihr während des Ziehens mit einem Finger. Und immer wenn ihr im Wasserfilter seht, dass der Dampf sehr dicht wird, öffnet ihr einmal kurz das Loch. Das gibt dann eine kurze thermische Entspannung innerhalb der Kräuterkammer, die verhindert, dass euch die Kräuter anbrennen. Und das funktioniert super simpel und auch super zuverlässig, auch für Anfänger. Wer sich hierfür genauer interessiert, dem empfehle ich ebenfalls mein Papa-Paft-Video mit dem Konvektor. Hier demonstriere ich diese Technik auch gut und häufig. Nun, ihr Lieben, mein Fazit zum Konvektor aus dem Hause Camouflet. Dieses Fazit hier ziehe ich aus der Kombination des Konvektors mit dem Kubo Heater Pro 2. Zuallererst einmal ist der Konvektor meines Wissens nach der einzige Vaporizer überhaupt, welcher Konvektionsdampf mit MTL-Zugtechnik vereint. Das ist etwas ganz Besonderes in der Welt der Vaporizer und meines Erachtens nach hat diese Kombination die Fähigkeit, unzählig vielen Tütenrauchern einen wirklichen Ersatz anbieten zu können. Zurzeit erleben wir einen Trend in der Welt der Vaporizer, wo viele Geräte immer leistungsstärker werden und auch der Zugwiderstand in den Geräten gleichzeitig immer geringer wird. Und ich habe ja auch gar kein Problem mit dieser Entwicklung, alles gut. Aber es wird doch hierbei meines Erachtens zu gerne vergessen, dass sehr, sehr viele Menschen von Joints in die Vaporizer-Welt eintreten, die gerne etwas hätten, was die bekannten Rituale und auch den bekannten Zugverhalten anknüpft. Und dazu braucht es Geräte, die auch diesen Menschen abholen können. Von diesen Geräten gibt es meines Erachtens nach viel zu wenige. Und hier in der Kombination von Konvektor und Kubo Heater V2 Pro habe ich nun so eine Kombination, die ich diesen Menschen empfehlen kann. Herausragend ist bei dieser Gerätekombination auch die Effizienz. In diesem Punkt kenne ich eigentlich nur noch hier den Webman, der hier mithalten kann. Und wohlgemerkt, das ist ein Konduktionsvaporizer. In meinem Papa Paft Video hier zum Konvektor könnt ihr euch selbst überzeugen, wie viele Wolken man mit dem Teil hier aus kleinsten Mengen rauszaubern kann. Und hier müsst ihr unbedingt bitte mitbedenken. Dadurch, dass wir es beim Konvektor mit einem Konvektionsgerät zu tun haben, bleibt hier euer Kraut zwischen den Zügen frisch. Egal wie viel Zeit ihr zwischen den einzelnen Zügen vergehen lasst. Das ist auch einer der ganz, ganz großen Unterschiede zu den kleinen Konduktoren, zu denen auch hier die ganze Dynaweb-Familie gehört.
Spätestens nach dem dritten Mal beiseite stellen und neu erhitzen schmeckt euer Kraut in einem Deiner Web nach gar nichts mehr und auch der Wirkstoff ist auch schon zu einem guten Teil verbrutzelt. Nun ist dieser Effekt ein Vorteil der Konvektionstechnik, wie sie hier beim Konvektor zur Anwendung kommt. Ein in meinen Augen genauso großer Vorteil von Konvektionsdampf ist die Eigenart, viel milder und angenehmer zum Inhalieren zu sein als Konduktionsdampf. Der Konvektor ist so viel milder und weniger kratzig als ein Dynaweb, dass man es im direkten Vergleich hier kaum glauben mag. So, nun gehört zur Wahrheit aber auch dazu, dass es aufgrund des simplen Aufbaus schon etwas frimmelig ist, den Kondenser im Stem hier einzusetzen. Das ist kein Hexenwerk, aber Menschen mit motorischer Eingeschränktheit und Menschen mit einer sehr kurzen Zündschnur zu den Nerven sollten diese Information doch schon haben. Aber wieder aus anderem Blickwinkel macht ihn diesen simplen Aufbau auch tauglich, um die nächste Zombie-Apokalypse zu überstehen. Ein paar Ohrringe bekommst du immer und ansonsten kann hier überhaupt nichts kaputt gehen. Das Ding ist quasi für die Ewigkeit konstruiert. Tja, nun ihr Lieben, ihr merkt schon, dass ich den Konvektor wieder sehr feiere. Und ich kann ihn in Kombi hier mit dem Kubo Heater Pro V2 nur jedem ans Herz legen, der sich von der Tüte verabschieden möchte. Aber auch allen Leuten, die sich aufgrund von Vapus schon von der Tüte verabschiedet haben, in denen aber immer noch diese alte Sehnsucht brennt. Ihr werdet das dumme Grinsen gar nicht mehr wegbekommen. Der bringt euch was zurück. Versprochen. Mich erfreut der Konvektor hier jeden Tag und das wird mit Sicherheit nicht enden, wenn ich videotechnisch mit dem Bruder hier fertig bin. Und das bin ich auch noch nicht. Zum Konvektor wird hier mit Sicherheit in nächster Zeit noch mehr kommen. Ich hatte mich aber sehr gefreut, dass die Jungs von Camouflage schon auf meinem Trailer-Video aufmerksam geworden sind und einen Gruß rübergeschickt haben. So schicke ich auch hier mal ein dickes Big Up und Respekt für eure Arbeit rüber zu euch in die USA. Great job, guys. Really. So, und wenn ihr jetzt auch Interesse an so einem Konvektor mit einem Kubo Heater Pro V2 oder einem anderen Vaporizer habt, dann würde ich mich riesig freuen, wenn ihr vor eurem nächsten Einkauf an mich denkt und dann über den Link in meiner Videobeschreibung und dann über den dicken grünen Button auf meiner Homepage bestellt. Solltet ihr euch nun auch weiterhin für spannende Videos rund um die thermische Extraktion von Trockenkräutern interessieren, dann schaut doch einfach mal auf meinem YouTube-Kanal oder auf meiner Homepage vorbei. Dort gibt es viele weitere spannende Videos rund zum Thema. Und auf meiner Homepage können auch all meine 18-Plus-Videos unter einfacher Altersabfrage angeschaut werden. Tja, ihr Lieben. Und damit sind wir dann auch wieder mal am Ende dieses Videos angelangt. Ich bedanke mich recht herzlich wieder mal bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch alles Liebe und allzeit genug Kraut für eure Clouds. Ciao! The sun will shine on vapors, clouds, the sun will shine. Vaping crowd cloud, smart vape designs, healthy buff in modern times, make you feel fine, the sun will shine.